Zuweilen wird man gefragt, liebe Schwestern und Brüder, wie man denn die Heilige Schrift lesen soll. Welchen Blick man darauf werfen soll. Ob man dafür nicht studiert haben muss, um die Heilige Schrift zu lesen. Und natürlich gibt es eine Art und Weise, die Heilige Schrift zu lesen, wo es ganz gut ist, wenn man die Sprachen beherrscht oder Hintergrundwissen hat. Aber für, verzeihen Sie, die normalen Gläubigen, wie sollen die die Schrift hören und lesen? Wie sollen wir ein solches Stück aus dem Propheten, aus dem Buch Genesis lesen, Genesis 13, von Abraham und Lot, zwei reichen Nomaden, die in ein fremdes Land ziehen und deren Hirten sich streiten? Ist das nicht einfach eine schöne Geschichte? Sie gehen dann doch irgendwie friedlich auseinander. Der Blick in die Väter hilft uns immer zu verstehen, wie sie diese Schrift gelesen haben. Mit der ersten Frage, was geschieht hier und was erfahre ich über den Menschen? Denn es ist Geschichte Gottes mit den Menschen. Es ist immer auch exemplarische Geschichte Gottes mit den Menschen. Das heißt zuletzt auch mit mir. Was kommt hier zum Vorschein? Bei den Vätern lesen wir als erstes die Beobachtung, viel Besitz. Das schafft bei dem Menschen Unfrieden und Streit. Das kommt immer aus dem Menschen heraus, wenn es um viel geht. Und deshalb sogar bei den Personen, die Herausgerufene sind, aus ihrer alten Heimat in das Land der Verheißung, bei den Auserwählten, gibt es dann plötzlich Streit aufgrund vom Besitz. Und der nächste Schritt muss sein oder kann sein, dass wir uns selber fragen, wie sieht das denn bei mir aus? Auch wenn ich weder Abraham noch Lot bin, aber ich bin auch ein Herausgerufener, ein Auserwählter. Ich bin getauft, ich bin gefirmt, ich bin Christ. Ich gehöre zur Kirche. Wo sind bei mir die Punkte, wo der Streit beginnt? Wo ich sage, hier ist aber eine Grenze. Darüber kann man aber jetzt nicht hinweg. Und mit diesem Blick, Schritt für Schritt, wird eine so alte Geschichte plötzlich sehr fruchtbar. Sie beginnt zu mir zu sprechen. Und letztendlich beginnt Gott zu mir zu sprechen. Wir sollten vielmehr uns diese Schritte aneignen, die die Väter sich sehr langsam und mühsam beigebracht haben, wie die Schrift zu sprechen beginnt. Heute ist es dieser Impuls. Was kommt aus dem Menschen heraus, selbst wenn er ein Auserwählter ist? Wo es um viel Besitz geht, da gibt es immer Streit.